Heute zeigt sich die Straße am Berge völlig anders als noch vor einigen Jahrzehnten. Denn im Zusammenhang mit der Veränderung des Nebellaufes und der neuen Straßenführung der Liebnitzstraße mit Liebnitzbrücke hat sich dies auch auf die scheinbar kleine Straße ausgewirkt. Wer früher von der Mühlenstraße kam, fand eine beidseitige Bebauung am Berge Mühlentor vor. Heute zeigt nur die linke Seite ein geschlossenes Bild. Ulrich Schiro kennt noch die alte Ansicht, denn sein Schulweg führte ihn jeden Morgen daran vorbei. Ja, diese Baulücke am Berge existiert etwa seit den 70er Jahren im vorigen Jahrhundert und war bebaut mit dem schönen Torhaus als Gegenstück zu der westlichen Seite am Berge. Und aufgrund von Baufälligkeit und schlechter Bausubstanz insgesamt ist es in den 70er Jahren abgerissen worden. Und das ist natürlich heute noch eine schmerzliche Lücke, weil das irgendwie auch Eingangsbereich für Güstrow ist. Und heute hat sich die Natur dieses Stück mit Grün und wilden Baumbewuchs zurückgeholt und vergrößert damit den Güstrower Grüngürtel. Aber ursprünglich gehört da eben Haussubstanz hin und die fehlt eigentlich noch an der Stelle, weil das in den Rosengarten hineingeht und da wäre schon sinnvoll, wenn das wieder bebaut werden könnte. Der obere Teil ist bereits vorbildlich saniert worden. Vor allem die drei großen Häuser sind nach altem Bild erneuert und hergerichtet worden. Und sie sind allesamt vermietet. Ulrich Schiro wünscht sich mehr Engagement dieser Art. Ich bin zwar kein gebürtiger Güstrower, aber Güstrow ist meine Heimat und ich finde, es sollten mehr Bürgerinitiative zeigen, was die Aufwertung des Altstadtbereiches geht. Und die Stadt müht sich, aber es ist nicht so einfach, immer Privatinvestoren zu finden, die auch das nötige Kapital haben, um dann so zu sanieren, dass dieser sensible Altstadtbereich mit seiner wunderbaren Bausubstanz über die Jahrhunderte hinweg wieder aufgefrischt wird. Sensibler Umgang ist jedenfalls oftmals bei der Sanierung notwendig, um der Geschichte ebenso gerecht zu werden wie den heutigen Gegebenheiten und dem Geldbeutel der Stadt wie auch der Privatinvestoren.